Und mit Kindern sind wir beim richtigen Thema, nämlich es geht jetzt um Andersens Märchen. Meine Güte, wie oft hat uns die Mutter vorgelesen, ja, im Bett, oder? Stimmt's? Aber kein Vertun, es geht jetzt in diesem Fall nicht um Andersens Märchen, sondern um Andersens Märchen. Und die führen uns nicht etwa vor verschlossene Fenster oder in geheimnisvolle Betten, sondern direkt husch, husch ins Körbchen. Gigi Andersen, das ist Startnummer 6. Der eine nennt es Fenster gehen, der andere geht ins Bett. Ein dritter schnackelt allzu gern, jeder so, wie er's gern hätt. Doch ich sag einfach grad heraus, wo ich gern mit dir wär. Nicht auf Hawaii, nicht in Paris, drum sag ich jetzt zu dir. Husch, husch ins Körbchen, mein schönes Kind. Husch, husch ins Körbchen, wo wir alleine sind. Nur auf ein Wörtchen oder auf zwei. Husch, husch ins Körbchen, da ist doch nichts dabei. Am Morgen, als der Wecker schellt, da springst du aus dem Bett und schnell in deine Jeans hinein. Du glaubst, du bist zu spät. Mein Schatz, komm, bleib so wie du bist, weil heute Sonntag ist. Und außerdem hast du mich schon seit Stunden nicht geküsst. Husch, husch ins Körbchen, mein schönes Kind. Husch, husch ins Körbchen, wo wir alleine sind, nur auf ein Wörtchen oder auf zwei. Husch, husch ins Körbchen, da ist doch nichts dabei. Ein Tag im Bett, wie wunderschön. Du liegst bei mir und ich lass mich verwöhnen. Husch, husch ins Körbchen, mein schönes Kind. Husch, husch ins Körbchen, wo wir alleine sind. Nur auf ein Wörtchen oder auf zwei. Husch, husch ins Körbchen, da ist doch nichts dabei. Husch, husch ins Körbchen, da ist doch nichts dabei.